Unendlichkeit, international auch bekannt und verrufen als Pocket Infinity, ist das Thema des heutigen Videos, ein Jahr-1-Fusionsgewehr. Einmal nach langer Anlaufzeit voll aufgeladen, schießt es vollautomatisch durch, hat allerdings bei jedem weiteren Schuss weniger Schaden. Nichtsdestoweniger ist der rohe Damage-Output dieser Waffe enorm, teilweise höher als von manch einem MG. Die Schwäche der Waffe liegt in der Munitionsknappheit, da kann man sich helfen, indem man eine Körperpanzerung auf Spezialmunition stellt und die Beine auf Fusionsgewehrmunition, dann allerdings auch auf jeden Fall grüne Päckchen einsammeln. Denn davon wird man absolut sicher eine ganze Menge brauchen. Am Anfang spawnt man mit 8 Schuss, pro Päckchen kommen 6 Stück dazu, das sind dann jedes Mal so 3 bis 4 Kills. Die sollte man dann aber auch ziemlich sicher haben, weil gegen Unendlichkeit kein Kraut gewachsen ist. Vor dem Hintergrund der möglichen Rückkehr von Pocket Infinity in Destiny's Jahr 3 sollte man sich schon mal vor allem als erfahrener Fusionsgewehrspieler mit der Waffe vertraut machen. Um sie jetzt noch zu bekommen, könnt ihr euch von Xur Legacy Spezialwaffenengramme kaufen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.